Willkommen zurück bei Z-Lines Missionary. Er bekommt einen Steinklumpen für seine Mine. Jetzt wäre es noch gütig, wenn noch ein bisschen Holz kommen würde. Aber irgendwie habe ich so eine Scheißbefürchtung, dass es nicht bekommt. Der Werkzeugbauer wird wahrscheinlich eher vergütet. Komm bitte nicht, hol dir das Ding und sei glücklich. Oh nein. Es geht zum Werkzeugbauer. Naja, jetzt soll er erstmal mit seinem Stein da ein bisschen anfangen. Ah ne, der fängt da gar nicht an, gell? Der braucht erst das Grundgerüst. Und das besteht nun mal aus Holz. Schade. Hey, was macht ihr hier? Hier rennen Gegner in meinem Feld rum. Verdammt, habt ihr euch verlaufen oder was? Was zum Henker? Alter, sind das Spione oder Diebe? Ich glaube, die haben sich verlatscht. Ich glaube, die wissen nicht, wo sie hingehören. Oh Mann, na sowas. Egal. Ignorieren, weitermachen. Keine Zeit, sowas aufzuhalten hier. Kleinigkeiten, Kindergarten. Zieht euch das mal rein, die bringen den Stein aber. Ah, da tragen sie ein Brett rum. Wohin geht das? Kriegen die das? Ah, kriegt mal wieder eine andere Mine, kriegt man oder was? Krass! Unglaublich. Unglaublich. Oh, sie holzt mal was ab. Und der da oben, der hat auch noch keine Arbeit, oder? Wie sieht's aus? Ah, nee. Hauptsache die Waffenindustrie blüht. Wow. Junge, Junge, boah. Da können wir Krieg machen. Da können wir richtig Krieg machen. So macht es Spaß. Ey, man kriegt da mal der Holz. Holz? 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 Holz! Kein Holz. Ach, schade. Da liegt was zum Sägen. Und da kommt nochmal was zum Sägen. Woher hat er das jetzt? Ach, haben sie den. Er hat's geschafft. Er hat den Baum gefällt. Ich darf ihn wegreißen. Ah nein. Wirklich. Das gibt's ja nicht. So, Junge, du bist arbeitslos. Offiziell darfst du stempeln gehen. So, der kriegt Stein. Ah, aber kein Holz. Und ich sag's euch, wenn ihr das Lager vorher baut, ey, dann kriegen wir aber echt Probleme hier. So, da kommt ein bisschen was. Gold. 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 Mein Schatz. Yes. Langsam haben sie alle. Die backen voll hier mit Gold. Ah, da fehlt noch ein bisschen. Ja auch. Da auch. Ha, wir könnten eigentlich mal anfangen, unsere Gefreiten austauschen. Gegen ein bisschen was Höheres. Weil irgendwie. Ja, da sitzen nämlich noch einige rum, wo hier nichts verloren haben. In den Wachhäusern. Und ihr kennt mich, ich will das einfach nicht, dass ich so unterprivilegierte Kämpfer draußen an der Front habe.
Lohnt sich überhaupt schon austauschen? Ah, ich warte, glaube ich, noch ein bisschen. Oh, da kommt Stein. Hier geht's voran. Ui, der fordert schon. Lebensmittel 7, 6, 27. Okay, wir haben Grundnahrungsmittel schon eingelagert. Von der Produktion her läuft es dann ganz gut. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, ne? Wenn sie hier. Oh, der fördert. Der hat angefangen, Eisen abzubauen. Also bedeutet das, dass es auch schmelzen wird und dass auch die Waffenindustrie ankurbeln wird. Das bedeutet, ich muss leider Krieg machen. Und ich muss leider angreifen. Schlecht für ihn, gut für mich. Soldaten habe ich genug, also ich kann es mir leisten. Ich muss leider angreifen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Weil sie bauen hier Eisen ab und das passt mir gar nicht. Und ich muss ihre Bergwerke vernichten. Weil dann werden sie auch irgendwo anfangen mit Einschmelzen und Waffen bauen und so. Ja, hier. Da haben sie schon angefangen, seht ihr. Und bevor sie mir zu groß und mächtig werden, greife ich sie lieber an. Und werde denen erstmal das wieder einreißen hier. Was machen die anderen? Was machen die? Haben die auch schon? Die Roten haben noch nichts aufgebaut, was mir irgendwie gefährlich werden könnte. Nein, die haben noch nichts. Aber die. Ah, das wollen wir dann gleich mal hier madig machen. Und natürlich einreißen, sofort. Ah, Hund, ich hätte nicht mal so viele Leute gebraucht. Eine hätte schon gereicht. Zack, es brennt bei denen auf dem Grundstück. Kohle- und Eisenmine weg. Pech gehabt. Ah, scheiße, jetzt habe ich falsch gebaut. Dann war ich ja durch die Wüste durch. Hm, können wir hier unten anbinden. War jetzt zwar fies, aber ihr habt gesehen, die haben angefangen zu produzieren. Und ich möchte die natürlich klein halten, dass sie mir nicht gefährlich werden. Deswegen musste das jetzt sein und ich musste sie angreifen. So, ich könnte jetzt hier natürlich irgendwo auch ein Kohle- und Eisenbergwerk hinbauen. Brauche ich aber jetzt nicht unbedingt an dem Eck hier. Das war jetzt rein nur zur Verteidigung für mich. Ah, da tun sie nämlich schon. Wo sind sie? Da unten irgendwo haben sie Waffen angefangen zu bauen. Ja, hier. Ich könnte jetzt natürlich das hier auch angreifen. Ah, sie haben ihre Soldaten noch in der Burg. Also sie haben sie jetzt nicht großartig rausgemacht. Okay, und was machen die hier? Haben die auch irgendwie was? Ich habe schon geguckt, gell? Ja, lieber nochmal drüber fahren. Ne, die haben nichts. Nichts Weltbewegendes. Sieg errungen. Wir können gemütlich weitermachen. Ja, ein bisschen Action muss ab und zu mal sein, zwischendurch. Sonst wird das Spiel ja langweilig. So, Eisen. Massenhaft Eisen. Oh Mann, ich kann aber bald tapezieren damit mit Kohle und Eisen. Ne, Eisen noch nicht, aber Kohle. Das ist aber ein schlechter Scherz. Ihr baut jetzt tatsächlich das Lager fertig, bevor eine Steinmine überhaupt steht oder sowas? Wollt ihr mich verarschen?
Krass. Das hat meine Moral wahrscheinlich auch ungeheim gestärkt. Oh ja, aber. Diese gestärkt wurde durch den Angriff. Ja, klasse, funktioniert. Eigentlich, wenn ich den Berg hier einnehmen, wäre es eigentlich gar nicht schlecht für mich. Allein wegen dem Gold. Das können wir eigentlich plündern. Die ganzen Vorräte hier. Ich schau mal einen Geologe raus, was hier noch so ist. Da können wir ja trotzdem später noch ein. Einfach nur zum die ganzen Rohstoffe plündern, was hinbauen. Falls es bei uns mal hier oben ausgehen sollte. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel hier geht, die Mission. Da hätten wir nochmal einen Vorrat. So, jetzt sind sie aber doch ziemlich kurz gehalten. Die haben keine Soldaten rausgelassen, ne? Die haben zwar Waffen gebaut und so, aber. Geht nicht. Boah, was die Gold haben, ey. Das ist echt unglaublich. Aber die haben sich selbst so zugepflastert, dass die keine Bergwerke bauen können. Oh, liegt jetzt alles nur noch an dem scheiß Holz oder was ist jetzt los hier? Na komm schon. Ah je. Hier. Dann reißen wir auch wieder ab. Brauchen wir nicht. Ach Leute, was ist los? Wo ist jetzt das Holz? Naja, egal. Gebäude muss ich sowieso nicht mehr großartig bauen. Es reicht jetzt, wenn ich eigentlich ein bisschen Stress mache mit meinen Gegnern hier. Ich kann eigentlich mal hier rings um den Berg rum versuchen, das nach und nach einzunehmen. Das Gold hier. Da müsste ich mich einmal hier drum rumklatschen. Hier so entlang. Oh je. Die haben ja gar keine Chance. Also sie hätten, wenn sie ihre Wege abreißen würden. Bloß die Trottel, die haben ja alles voll gepflastert hier. Gut, dass da der PC noch etwas dümmer war, als wie in der heutigen Version, wo es gibt von dem Spiel. Natürlich zu unserem Vorteil. Wobei jeder seine Eigenschaften hat, habe ich schon gelesen. Der eine ist ein bisschen chaotischer, der andere greift gern Landwirtschaft an, der andere greift gern Minen an. Wobei ich ja das mit den Minen am schlimmsten finde. Und einer greift sogar Lagerhäuser an. Ich glaube, gegen so einen Depp kämpfen wir sogar. So, was machst du jetzt? Gehst du im gegnerischen Gebiet pickeln oder was? Und gibt's wenigstens was? Ach, Eisen. Sehr nahrhafter Boden. 60%, du bist auf 85%. Oh, wurde erhöht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen hier. Ah, Holz. Geht bestimmt wieder hier an. Unser Lagerhäuschen. Egal.
Wir haben ja genug. Gut. So, dann werde ich hier mal eine kurze Unterbrechung machen. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran.